Hallo Leute und willkommen zurück. So, wir haben hier ein kleines Problem. Schatzkammer-Hinweis. Eure Schatzkammer schreibt rote Zahlen. Fertigung und Forschung sind angeschlagen. Und zwar sind wir hier im Minus. Und das wirkt sich deutlich auf unsere Produktion und Forschung aus. Da, rote Zahl, minus 50%. Und bei Forschung, also Produktion und Forschung. Zumindest nimmt er uns bei Heikom nicht auch noch 50% weg, dann hätten wir überhaupt gar keine Chance mehr. Da wir beantragen ja auch schon Wirtschaftshilfe. Ja. Aber wir bauen auf einem Planeten. Moment. Sieht man hier ganz schön. Paxton's Emporium. Dann bekommen wir Tourismuseinnahmen. Hoffen wir mal, dass wir bis dahin noch über die Runden kommen. So. Ah, wenn wir mal eine Kapsel mit Credits finden würden. Das wäre natürlich jetzt auch. Das wäre dann der Jackpot. So, nochmal ein Sensorschiff. Ah, hier oben ist noch so ein blinder Fleck. Ah, da so. Und ein Laserschiff. Haben wir nochmal ein Arbeitsschiff fertiggestellt. Da können wir die beiden Rohstoffe abernten. Immer von Felder 1, 2, 3, 4, 5. Ja, brauche ich noch mal ein Arbeitsschiff. Bevor der Jons das hier wieder voll klatscht. Sieg wahrscheinlich, das reicht nicht. Deswegen warten wir hier mal. Wir können ihn direkt daneben setzen. Dann sagen, er soll einen Wachtposten aufstellen. Ja, das ist klar. Schatzsucher. Transensorchef. Komm, 300 Credits. Okay. Da sind zwei.
Okay. Ah, gut, der kann sich mal dazu gesellen. Dann sind sie schon mal zu zweit. Und hier das Arbeitsschiff. Und hier eine Sternbasis. Ja, Verteidigung können wir nicht einbauen, wir haben keine Credits. So, jetzt können wir Schiffe mit einem mittleren Rumpf bauen. Aber das war gar nicht unser Ziel, sondern, also das ist natürlich auch gut, aber hier Rumpfversteifung. Dadurch können wir dann einmal einbauen, dass sich die Schiffe selbst reparieren. Und zum anderen können wir so Reparaturdrohnen bauen, die dann die ganze Flotte reparieren. Und von diesen Reparaturdrohnen werden wir einige bauen. So. Jetzt haben wir keine roten Zahlen mehr. Nächste Runde dann wieder. Ach, da ist unser Raumhafen. Das wäre ja ganz gut, hier das Einschüchterungszentrum zu bauen. Hier wäre ein Kraftwerk halt genial. Das haben wir nur noch nicht erforscht, also ein Fusionskraftwerk. Das gibt dann plus 3 Produktion auf alle angrenzenden. Aber dann können wir hier ja schon mal noch eine Fabrik bauen. Und unsere Hauptstadt upgraden. Ein bisschen Nahrung. Und ja, die Fabriken upgraden. Okay. Hat er schon mal einiges zu tun wieder. So, wo ist unsere 300 Credits Kapsel? Okay, schon mal 15% auf unsere Forschung. Ah, okay, das sind diese 15% hier so ein bisschen verborgen. Ja. Wir sind bemüht. Ja, wir können hier mal die Beteiligungsschiffe weghauen. Diesen Transporter. Jo. Dann wieder zurück. Ja, er wurde jetzt aktiviert, weil der Transporter in sein Sichtfeld geflogen ist.
Können hier eigentlich noch mal ein bisschen weiter fliegen. Ist schon sehr ausgeglichen. Dass wir jetzt hier in der Miesen sind, das hilft uns natürlich extrem zurück. Also, das war nicht gut. Ja. Ja, ich habe halt die ganzen Bergbaubasen ausgebaut, das hat immer noch Credits gekostet. Dann die Sternbasen fleißig geupgradet. Solange hier noch sehr viele Cups sind, waren wir das auch alles kein Problem. Da hatten wir genug dann Einkommen. Aber jetzt, wo es mit den Cups dann spärlicher ist, dann sind wir dann plötzlich pleite. Ah, Schatzsuche. Da können wir noch eine Sternbasis bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen daneben, dann können die Schiffe ja noch über die Hyperlane fliegen. Ich, das war jetzt hier so ein... ja, so eine Mauer bauen und die Schiffe ein bisschen aus dem Raum fliegen. Ja. Wachtposten. Kein Wachtposten, okay. Keine Credits. Okay. Ja gut, jetzt mal so ein Unternehmer bietet sich irgendwie an. Dann nach Einnahmen sortieren. Ist fertiggestellt worden. Yes. Wir bekommen jetzt schon mal 16 Tourismus-Einnahmen. Durch das Paxton's Emporium. Und jetzt wollen wir hier auch noch das Import-Export-Zentrum. Da können wir auch nochmal Tourismus-Einnahmen generieren. Hier wird dann der Unternehmer zugeordnet. Ja, je mehr sich unser Einflussgebiet ausdehnt, desto mehr haben wir halt durch desto mehr Tourismuseinnahmen haben wir dann. So, Wachtposten. Oh.
Irgendwie ganz an den Rand. Ja, sieht wahrscheinlich reicht mir nicht. Für die Discovery, das ist ja das Forschungsschiff, mit dem wir gestartet sind. Die möchte man natürlich nicht verlieren. Dreiunddreißig. Okay. Da ist eine Kapsel. Da ist auch noch einer. Habe ich hier da jetzt gerade keine Kapsel? Vielleicht hier unten? Wachtposten einrichten. Ach, da ist schon ein Schiff. Jo. Dann machen wir das mal anders. Schicken wir unsere Kriegsschiffe rüber. Immer ein bisschen weiter weg nochmal. Nein. Welche Anomalie? Er hat kein Angriffsmodul da dran. Da ist noch was. Tja, das wird hier immer schlimmer. Aber die wöchentlichen Nettoeinnahmen, also das. Der Verlust, der wird geringer. So. Wo gibt's denn was? Damit wir mehr Kohle machen. Ah, Unterhaltung, Moral. Okay. Tier. Ah, da sind. Da kann man vielleicht ein bisschen was rausholen. Bruttoeinkommen plus 30% beim Shoppingzentrum. Finanzhauptstadt, Bruttoeinkommen plus 100%. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Reparaturdrohnen zu bauen. Das machen wir auch. Weil wir haben kein Geld, hier irgendwas abzugraden. Das heißt, wir werden jetzt ein neues Design erstellen. Neues Design. Dann nehmen wir hier das Drohnendesign aus. Passend. Dann gibt es hier einmal einen Ionenantrieb. Weil die stecken wir ja in unsere Flotten und wir möchten nicht, dass die Drohnen unsere Flotten verlangsamen.
ganz wichtig. Es gibt keine Waffen. Wir möchten, dass die Bedrohung auf Null bleibt, damit die Drohnen nicht angegriffen werden. Keine Verteidigung. Und ja, die Reichweite müssen wir jetzt erstmal nicht erhöhen. Schauen wir erstmal, dass wir hier unser Reparaturmodul eingebaut bekommen. Jo. Und das mit dem der Lebenshaltung wird dann eh nicht mehr reinpassen. Und das war's dann auch. Das ist jetzt halt die erste Stufe davon. Es gibt drei Stufen. Und auf der ersten haben wir jetzt taktische Reparatur plus 1. Auf der zweiten plus 2,5 und auf der letzten plus 5. Aber das hilft schon mal. Gerade jetzt am Anfang machen die Gegner auch nicht so viel Schaden. Und Unterstützung ist okay. Und Speicher. Ja, das ist aus einem alten Spiel. Ah, es wird überschrieben. So. Und ja gut, mach die Schatzsuche auch ruhig nochmal zu Ende. Okay, da ist schon mal einiges wieder. Ich möchte nichts verlieren. Ja, er hat jetzt 27 von 31. Ah, wieder einen Schritt zurück. Der Architekt. Na, gehen wir doch nochmal wieder einen Schritt zurück. Verwenden wir jetzt mit unserer Heimatwelt. Und dann können wir hier unser Nachschub wesentlich schneller an die Front bringen. Da ist es. Glück gehabt. Wir sind wieder im Geschäft. Da ganz oben ist die Kapsel, okay. So. Das war's dann für dich. Reparaturdrohne, ja gut, dauert 7 Runden.
So. Ja, hier haben wir dann die drei. Ah, nur den Bergbauring. Verteidigungssystem lassen wir weg. Bis wir wieder ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto haben. Achso, die Discovery hier, die kann da ruhig angreifen. Oder? Wir haben noch kaum Trefferpunkte. 5 von 5 und wir haben 36. Wir werden auch schon gespoilert, sie garantiert. Oh, und wir bekommen noch ein Forschungsschiff. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr Credits hätten, dann könnte man damit auch ruhig was, auch schon was anfangen. Ah, wir sind euphorisch. Das ist immer nett hier. Ich denke mal, ein kleiner Übersetzungsfehler an der Stelle. Ja, wird automatisiert. Ah, die Discovery auch. Ja, da ist ein Schatzsucher unterwegs. Der fliegt, glaube ich, hier noch Edge 2. So. Okay, also hier haben wir ja erstmal Produktion aufgebaut. Und dann können wir jetzt mal schauen, was mit Terraforming geht. Also wir können hier Terraformen, dann können wir hier eine Kombi machen, Stadt und Krankenhaus. Und hier den Raumhafen. Wir können den Raumhafen aber auch hierher setzen. Und dort nochmal ein Produktionsgebäude. Da hinten halt die Kombi. Einschüchterungszentrum. Naja, die sind ja noch glücklich. Alles okay. Machen wir es erstmal so. Ja, direkt drauf. Und Verluste. Ja, erst bei 27 von 31 Trefferpunkten. Oh. Ein Sieg wahrscheinlich, das reicht uns nicht. Abbruch. Dann setzen wir dann eine Reparaturdrohne rein und haben wir Sieg garantiert. Ja,
Hier haben wir keine Logistik mehr, war für das Schiff. Dann. Ja, der kann ja trotzdem mal bleiben. Ein normales Erkundungsschiff kann das nicht machen. Das müsste dann schon die Discovery sein. So, und dann Xenowirtschaft. Theoretisch kann man auch ein Forschungsschiff zu einem Arbeitsschiff umrüsten. Dann könnte man hier eine Sternbasis ansetzen. Aber wir haben keine Credits, um das sinnvoll zu verteidigen. Naja, forsch doch mal. Da ist auch jetzt gerade die Reparaturdrohne fertig geworden, die erste. Richtig. Jo. Ja, davon brauchen wir jetzt mehrere. Brauchen für jede Flotte eigentlich eine Reparaturdrohne. Eins, zwei, drei ernstzunehmende Flotten. Ja, vielleicht noch eine vierte. So, die erste geht aber hierher. Das ist ja das größte Ärgernis. Die zweite wird dann nach hier oben gehen. Ja, wenn wir irgendwo jetzt eine Produktion auf dem Planeten haben, die wir pushen möchten, dann kann man das hier mitmachen. Mit dem Nanofabrikator, der gibt dann plus 100 planetare Produktion. So, nächste Reparaturdrohne. Schauen, wie hat das denn jetzt geklappt mit unserem? Unternehmer? Jo, der hat, gibt jetzt hier plus 31%. Ach, haben wir noch einen Unternehmer? Oder er steht jetzt in Klammern 2. Nicht zugeordnet. Jo. Er kommt mal ganz flink da rein. Weil plus 31% hier ist halt besser als plus 3% überall. Und Forschung. Wow, sind die unglücklich. Ein Schüchterungszentrum haben wir. Alles schlecht.
Was ist denn hier jetzt unser Versorgungsdepot? Tja, haben wir nicht. Unterhaltungshauptstadt. Ja, wir können ja eine Unterhaltungshauptstadt reinsetzen, aber das war eigentlich nicht der Plan gewesen. Ja gut, dann versuchen wir mal unser Glück. Nutzen wir das Artefakt. Jetzt wurde zufällig ein Feld freigeschaltet da oben. Ja. Ja, bringt uns halt nichts. Okay, Leute. Aber mit unseren Reparaturdrohnen werden wir dann in der nächsten Folge in die Offensive gehen. Und mal schauen, dass wir die Jaws wegschnetzeln. Und dann natürlich auch. Und hier und überall. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.